junkfoodtaster.com. And now reviewing Mirinda Orange. So, this is obviously a soda. And let's check out the label. So here's the ingredients list in German. So juice is 2.5. Nutrition, so carbon, so sugar is 9.6 grams. Okay, enough said. This is Pepsi stuff, PepsiCo. Okay. Let's do it. Yeah, high pressure on this bottle here. 1.5 liter bottle. Okay, just got it here. And now the tasting of Mirinda. It's very fruity. What do I do with this? Now I'm shooting with artificial light because it's a little bit late. But I'm producing anyway. I somehow liking the flavor. It's a little bit more like mandarin, not like orange. I think they put aroma in. They always do aroma. Yeah, I kind of liking it. So I give the win. Don't ask me why, this is nice. Flow in this one. Yeah. Probably somebody else would like say the exact same thing or regard the exact same sub flavor here as disgusting, but I like it. Yeah, it was also with Fanta strawberry, and I liked it very much. Actually, I bought it again because I was thinking it was very good. But a viewer said it was far too chemical. Yeah, or over the top. So. But this is like the hazard in having aromas added to a drink. Yeah, it's an art of its own to have the right amount of aroma. Okay, I give the win. But yeah, if you have tasted this, let me know if you think this is better than Fanta. I think it's better than Fanta. Okay, now I tell the Germans about this product. Okay, Miranda from Pepsi. Also offenbar die oder eine Orangenlimonade aus dem Pepsi-Konzern wird jetzt auch im Lidl verkauft. Ja, 2,5% Saft, also eigentlich ein Witz. Ja, Zucker ganz normal. Oh, 9,6. Ich finde, sozusagen, man kippt sich das rein. Hat man einen schönen fruchtigen Geschmack.
der dann etwas strenger wird. Ja, dann liegt dann so ein etwas strengerer Geschmack auf dem Gaumen, der mich eher an Mandarine erinnert als an Orange. Aber ich finde das gelungen. Dann, was ich dann versucht habe im Englischen zu sagen, also ich finde den, das ist jetzt natürlich eine Aromakomposition, ist klar, ne? Junkfood ist immer ein Spiel mit den Aromen. Ich meine, ich mache da auch kein Hehl draus. Ich meine, gut aromatisiert ist für mich auch ein Win. Ich bin der Junkfood-Taster. Was sagen wir, der ein oder andere kostet das vielleicht und mag das halt nicht. Das ist dem vielleicht zu chemisch. Ja, aber ich finde das okay. Gut, also wenn ihr Miranda getrunken habt, auf alle Fälle mal einen Kommi schreiben, was ihr denkt. Ist es besser als Fanta? Gut, okay, also Fanta finde ich eher ein bisschen so fade im Geschmack, so irgendwie so, ja, die trauen sich sozusagen nichts. Also gut, Dankeschön und see you soon.